reagieren auf Montana Black. Ich feiere diesen Typen irgendwie, der ist so locker drauf und hat diese lustige Art. So, nochmal einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es bei mir im Shop wieder die Classic-Produkte in allen Größen. Das heißt, die Jogginghose, die T-Shirts, die Pullover mit dem Camouflage-Logo oder auch mit dem weißen Logo ist wieder für euch am Start in allen Größen. Wir haben aber auch noch neue Produkte wie den extra dicken Zippo im Camouflage-Look. Den gab es so noch nie im Shop. Die Sachen sind jetzt wieder für euch verfügbar. Viele haben über die Weihnachtstage gar nicht mehr was in ihren Größen bekommen. Wie gesagt, im Shop ist wieder alles verfügbar. Auf der Seite montanablack.de findet ihr die Sachen. Auch der Camo Longsleeve, der Decking wie warme Semmel, so schnell konnte ich gar nicht gucken, so schnell war der weg, ist auch wieder am Start in allen Größen. Checkt auf jeden Fall gerne meinen Shop aus montanablack.de. Ein Gruß und ein Kuss geht an die Supporter aus dem Shop raus. Let's go. Was wollte ich euch da jetzt noch zeigen? Ach ja, genau. Ja, falsch geschrieben, glaube ich, ne? Nee, doch mit P, Lul. Richtig geil, guck mal, Digga. Beste Aufnahme hier, guck mal. Das ist so richtig so aquamäßig, Digga. Also urwaldmäßig aufgebaut. Ihr kennt das doch noch eventuell aus meinem Dings. Ihr kennt das doch noch. Warum sind das nicht die Stories. Leute? Ihr kennt das doch noch aus dem Video, Digga. Da war ich mal mit Anna, Digga. Das ist übelst chillig, Digga. Lol, irgendeinen Arsch zu sehen. Tut mir leid, Twitch. Ich wusste jetzt nicht, dass hier Leute. Hier, das ist die Rutsche, Digga. Eine der Rutschen. Voll geil, Digga. Vertraut mir. Das ist richtig geil, Digga. Die Wildwasserrutsche draußen ist auch geil. Ja, bist du denn nicht immer schwimmen? Machst du nicht dazu mal Stories oder ist es anders Nein, gerade? das ist woanders, Digga. Das ist so auf. So auf ja, das ist auf jeden Fall sehr geil da, Digga. Das ist zum Beispiel, hier kannst du dann übernachten. Also, das ist jetzt so exklusive Scheiße. So auf dem Hausboot, Digga. Direkt auf dem Wasser. Auch geil, Digga. Das ist der Eingangsbereich, Digga. Da sind dann Flamingos, dicke Goldfische drinne, Papageien sind da. Voll geil, Digga. Guck mal hier. Das ist richtig geil, Digga. Richtig geil ist es da. Das ist hier so der Außenbereich. Wirklich schön da, Digga. Wirklich schöner Platz, Digga. Da war ich mit Anna, genau, richtig, Digga. Wollen wir mal auf Nostalgie, Digga? Warte mal. Damals immer noch die Videos selber geliked. Aber Intro hat sich nicht geändert, Digga. 2015 zu 2019, Intro hat sich nicht geändert, Digga. Nein, ich kann mir das eigentlich nicht angucken, Digga. Ich sehe da aus wie der letzte Lauch, Digga. Ich komme da gar nicht drauf klar, Digga. Ich sehe da aus wie der Spacko in Person, Digga. Ich setz den Hut nie auf, Gucci-Bauch. Bin das Battle abgesagt, Fuß verstaucht. Meine Jungs sind im Haufen. Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen hier heute nochmal zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal, denn ich und meine Freundin befinden uns auf dem Weg nach Bisping zum. Digga, ich sehe aus wie der letzte Hurensohn, ehrlich. Die Ohrringe, Bruder. Ich sehe aus wie eine Wasserleiche. Die Mütze, Digga. Bruder, muss los, Alter. Zetterpark düsen wir da. Wir haben uns mal ein paar Tage zu entspannen. Und wir. Auf jeden Fall ganz gediegen. Wir haben mal ungefähr nur eine Stunde Fahrt gebraucht. Und das ist. Bruder, Augenbrauen und flieg auf jeden Fall auch. Ganz entspannt. Wir sind ja hier in Bisping. Kann ich nur jedem empfehlen, der mal mit der Familie einen schönen Ausflug machen will. Ist auch relativ preisgünstig, gerade so ein Hotelzimmer hier. Ja, kommt mal mit rein. Bruder, allein. Schönes dickes Bett. Kann Jetzt mal ernsthaft, ne? Allein das Outfit, Digga. Cap, Jacke, Hose, Schuhe passen halt einfach null zusammen, Digga. Null. Null, Digga. Na geil. Oh, warte, ich mach den Sprung. Oh! Skaffen. Warte. Nicht auf meine Sachen. Nicht mit Schuhen ins Schnauze! Bett. Oh! Nicht Herzlich. mit Schuhen. Oh, ja. Aber die Schuhe sehen echt schick aus. Die Schuhe sind schick. Und der Hintern Weißt du, auch. Was ich mach? Wenn du da so Doggy liegst, stelle ich mich hier. Oh, dann sag Nicht mit Schuhen! Dann sag ich, oh, Nicht mit Schuhen! Halt's Maul jetzt, Mann! So, gehen wir mal rüber ins Bett, ins Bad. Die Alpha-Jacke habe ich immer noch, Digga. Das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ganz gediegen. Sieht doch chillig aus. Nicht mit der Hose! So kann ich. Nicht mit Schuhen! So kann ich. Nimm die Schuhe weg! Schnauze jetzt, Mann! So, dann gehen wir mal zum See, der ist geil. Aua! Lass mich vorangehen, Weib! Ja, okay. Und ganz kurz, einige haben sich immer beschwert, wie ich mit meinem Weib rede. Da sage ich euch ganz ehrlich, das muss uns doch gefallen. Nicht euch, ne? Ja, so sieht's aus. Vielleicht ist euch mal aufgefallen, sie lacht immer. Und das ist Oh Mann!
Mann, du mit deinen scheiß High Heels. Digga, diese dämlichen Weiber mit ihren High Heels immer, das hat mich damals schon aufgeregt. Hier sind nur ein Maulwurfhügel. Ja, Bus. Ich hätte mir auch voll die Schuhe wechseln können. Bus. Solche Löcher an dem Boden. Digga, ich sehe aus wie... Also der Style war immer noch schön Penner-Style, so ist nicht, aber passt halt überhaupt nicht zusammen, Digga. Was hast du denn da jetzt? Die Schuhe sind 12 cm hoch. Bus. Ich wusste nicht, dass wir wandern gehen. Chillig warst du auf jeden Fall, Digga. Vielleicht sind hier noch ein paar Enten, dann können wir Enten füttern. Das muss ja sein, das feier ich. Sieht auf jeden Fall ganz gediegen aus, Freunde. Gönnt euch mal die Optik hier. Bearbeitungsskills, wir sind wieder am Start, Digga. Kurz den Beat untergelegt, Digga, und einfach Slow Motion. So, Freunde, wir stärken uns jetzt hier erstmal. Heute gibt es lieber Leberkäse mit Spiegelei und du hast dir was gegönnt? Putengeschnetzeltes. Wir gehen auf jeden Fall gleich noch schwimmen damit. Oder ist. Meine Art hat sich nicht verändert, aber mein Aussehen hat sich schon heftig verändert, Digga. Ich hab übelst Bock drauf. Ich werde da mal mein Z2-Handy testen unter Wasser, ob es wirklich Videos und Fotos macht, wie es angepriesen ist. Trotzdem da im Hintergrund so ein Problem oder was? Dreck, Kopfnuss, Kappa. Das Foto lädt die Süße hoch auf Instagram. Der eine oder andere kennt ihr, ich verlinke euch mal ihren Instagram-Account. Ja, das ist das Bad, Digga. Hammer. Das ist so geil da, Digga. Der Eingangsbereich. Das ist so geil, Digga. Hammer da. Fash. Hammermäßig da, Digga. War schon cool da, Digga. Mittelfinger wie immer, Digga. Ist schon sehr geil da. So, ich denke, der erste Tag geht fast schon zu Ende. Wir haben heute megamäßig Spaß gehabt. Die Wasserlandschaft. Oh shit. Gönnt euch mal die Optik. Macht übelst Bock. Wir werden gleich noch eine Kleinigkeit essen und mal schauen, was wir noch genau machen. Ich kann es euch ehrlich gesagt. Ja, empfehlenswert, weil wir zu zweit sind und die sind für 10 Leute ausgelegt, aber die sehen übelst geil aus. Hier der See ist sowieso die beste Optik. Ich bin ja so ein kleiner Naturbursche, wie ihr wisst. Und hier fühle ich mich auf jeden Fall richtig wohl. Wir fahren jetzt weiter. Lecker, Schmecker. Angelockt. Ich bin so ein Tier. Wir haben den ganzen Garten voll. Ich bin einfach ein Tier, ich liebe Tiere. Und wenn wir wieder da sind, fahre ich ins Futterhaus und hole mir Chamäleon oder irgendwas. Ich will endlich wieder raus hier. Na komm her, Digga. Was machst du denn mit meinem Rasen? So. Guck mal, sogar ein Rabe. Guck mal, wie er sich den jetzt stibitzt. Warte, ich schmeiß ihn hin. Daum, 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 daum. Wie er wegläuft. Was sind das andere da? Ich weiß nicht, aber die sind ein bisschen schüchterner, oder? Ich gebe ihm mal was. Komm damit hin. Guck mal, der hat sogar Angst vor den Enten. Guck mal, jetzt, Achtung, Achtung. Okay. Ja, ihr Schlinge, wir sind schon wieder auf dem Weg nach Hause. Meine Freundin möchte gerade nicht gefilmt werden, da sie eben geschlafen hat. Das respektieren wir natürlich. Jetzt sind wir hier. Kleiner Realtalk am Rande, Digga. Kleiner Realtime am Rande. Jetzt, vielleicht kennt ihr die Geschichte hinter dem Video. Anna wollte nicht gefilmt werden, weil sie gerade geschlafen hat, sondern weil wir uns am letzten Tag, Digga, als wir da waren, uns so megamäßig gestritten haben, Digga. Wir haben uns so heftig gestritten am letzten Tag, Digga. Und sie hat ein bisschen geweint, ich habe ein bisschen geweint, wir haben uns übelst gefetzt, Digga. Wir haben uns übelst gefetzt. Wir haben uns da übelst gefetzt gehabt, Digga, am letzten Tag. Das weiß ich noch ganz genau, Digga. Es war kein schöner Abschluss. Wieso wir uns gestritten haben? Ah, Digga. Scheiß drauf, ich will jetzt nicht, Digga. Warum wir uns gestritten haben, spielt keine Rolle. Wir haben uns gestritten, Digga. Scheiß drauf. Hier gerade noch bei Maggots eine Kleinigkeit gesnackt. So ein kleiner guter Nachtsnack. Klingt ja mal vielleicht mit Familie oder Freunden. Ja, und ich würde einfach in dem Sinne sagen, wieder schauen und reingehauen. Oldschool, Digga. Übelst oldschool, Mann. Eigentlich gucke ich mir Vlogs nicht gerne an. Ich wusste nicht, dass das jetzt ein Vlog ist. Hätte ich mir aber denken können. Also, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, abonniert mich gerne. Cringe und Tschüss.